Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Alex und heute gibt es die 13. Episode von The Weekly Whisper. Wieder mal from the indoors, because I had not so much Bock auf draußen. Ja, heute mit ein paar kleineren Themen, kleineren Schnipseln, die nicht ausgereicht hätten, um sie in ein extra Video zu verpacken. Die großen, die Big News, gerade von Merch bei Amazon, lassen ja irgendwie noch auf sich warten. Ich persönlich hoffe ja inständig, dass wir noch ein neues Produkt oder einen neuen Marktplatz bekommen. Einige von euch werden wissen, dass ich da eine kleine Wette am Laufen habe, dass vor dem 1. Juni noch irgendetwas Neues kommt. Und sei es nur mal, was weiß ich, ein Sticker zum Beispiel. Jetzt ist der April schon fast vorbei, dann ist nur noch der Mai. Es wird langsam etwas knapp. Zugegebenermaßen, als ich die Wette abgeschlossen habe, sah die Welt auch noch ein bisschen anders aus. Da war alles noch ein bisschen friedlicher und wir hatten keine Inflation von über 7%. Vielleicht führt auch das bei Amazon natürlich dazu, dass Arbeitsprozesse umgestaltet werden oder die Planung ein bisschen umgeworfen wird. Keine Ahnung, wir werden sehen, wir müssen uns überraschen lassen, aber wie man so schön sagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke auch, der ein oder andere von euch wäre ganz froh darüber, wenn noch mal etwas Neues kommen würde, gerade vor der Sommerpause, wo die Sales ja eh seitwärts laufen und man sich dann aber trotzdem aufraffen soll, um für das Q4 vorzubereiten. Und da hilft es natürlich enorm, wenn noch mal irgendwie ein neues Produkt da ist, wo man extra Research für machen kann, Tassen zum Beispiel oder so eine Kleinigkeit, was eigentlich ja kein großes Ding ist. Naja, wir werden es sehen, Wir motivieren uns an den kleinen Sachen und das ist bei mir, dass ich vorgestern tatsächlich mein erstes Phone Case wieder seit der Neueinführung quasi dieser auf Merch by Amazon verkauft habe. Ich habe nicht besonders viele online, einfach nur ein paar mit Patterns, ja, also die meisten werden es wissen, ich packe meine T-Shirt-Designs nicht auf die Phone-Cases oder auf diese anderen Nicht-Bekleidungsprodukte drauf, von daher habe ich da jetzt nicht übermäßig viel. Ich hatte aber auch gestern schon das in der Facebook-Gruppe geschrieben und mal gefragt, wie es denn bei euch aussieht mit den Handyhüllen und da waren die Antworten relativ einheitlich. Diejenigen, die das auch so wie ich sag mal nebenbei irgendwie mitbespielen, die haben ab und zu mal einen Sale. Bei denjenigen, die vorher hauptsächlich Phone Cases oder einfach sehr viele Phone Cases verkauft haben, war der Konsens mehr oder weniger, dass es schon wieder gut angelaufen ist. Also es verkaufen sich schon wieder recht viele, allerdings, dass es eben nicht auf diesem Höhepunkt wieder vor ist, dass das wohl noch eine Zeit dauern wird. Und das war ja auch meine Aussage davor schon, dass es logischerweise jetzt ein Nachteil war, dass sie so lange nicht verfügbar waren und die ganzen FBA und FBM-Seller, die ja ihre Phone Cases weiterhin verkaufen konnten, hier ein Stück weit nach vorne gerückt sind. Man muss jetzt gucken, ob Amazon da so ein bisschen Anschubhilfe gibt, die schneller wieder nach vorne bringt, besser positioniert oder ob sie sagen, ist uns eigentlich egal, was sich bei uns auf der Plattform verkauft, Hauptsache es verkauft sich irgendwas. Aber es ist ja schon mal gut, dass sie zumindest wieder da sind, wie man bei mir jetzt auch gesehen hat, sich ab und zu mal wieder ein paar verkaufen und hoffe natürlich, dass das bei euch auch ganz vernünftig läuft. Dann zweiter Punkt, hatte ich eine Frage zu meiner Strukturierung des Tages, also wie ich mich selber denn organisiere und dazu hatte ich bereits mal in einem Video gesprochen, dass ich viel mit so Zeitblöcken arbeite, sprich ich sage Montagmorgen um 9 bis um 10 kümmere ich mich um die Werbung, von um 10 bis um 12 mache ich Research zum Beispiel und dass ich mir dann wirklich nur diese Zeit nehme für diesen Task, wenn die Zeit um ist, beende ich das, egal wie weit ich bin, es sei denn, es ist etwas, was ich wirklich unbedingt fertig haben muss und mache dann aber erst wieder weiter, wenn das nächste Mal zum Beispiel Werbung bei mir im Plan steht. So, dass ich mir einfach nicht unendlich viel Zeit gebe dafür, dass man nicht im Perfektionismus verfällt, weil am Ende Arbeit dehnt sich immer so weit aus über die Zeit, die man hat. Und wenn man nur eine Stunde hat, dann versucht man halt auch wirklich zügig innerhalb einer Stunde fertig zu werden. Das hat mir bisher immer ganz gut geholfen. Jetzt, seitdem ich etwas mehr im Online-Business beschäftigt bin, habe ich aber nochmal ein Stück weit umgeswitcht. Also ich habe diese Zeitblöcke schon immer noch, gerade auch für Termine, die ich habe mit anderen Personen. Aber ich habe mir jetzt zusätzlich einfach so einen Notizblock, kann man das ganz gut sehen, hier geholt. Das ist nichts Besonderes, das ist jetzt auch nichts von mir, keine Marke, keine Ahnung, ich muss ja keine
keine Werbung jetzt machen, es ist ein stinknormaler Notizblock. Ich kann es ja auch mal von drinnen zeigen. So sieht das dann aus. Fokussierung hier von der Kamera läuft nicht. Naja, also man kann es erkennen. Linke Seite halt einfach mit den Tagen in der Woche und dann auf der rechten Seite nochmal ein bisschen Platz zum Schreiben. Und ich schreibe tatsächlich einfach handschriftlich hier alle meine Aufgaben, die ich an diesem Tag oder in der Woche habe, auf. Linke Seite einfach in die entsprechenden Zeilen. Das, was ich an diesem Tag machen möchte, und auf der rechten Seite kommen alle Wochenaufgaben, also alles quasi rauf. Und hier schreibe ich wirklich auch private Sachen mit rein. Das heißt, alles, was ich an diesem Tag machen möchte, kommt dort sozusagen rein. Und selbst seien es total banale Sachen, wie zum Beispiel, ich muss noch Luft auf dem Fahrrad aufpumpen. Also alles, was ich nicht sofort mache, schreibe ich erstmal auf. Wenn ich hier am Arbeitsplatz sitze, wenn ich irgendeine Idee habe oder so, erstmal aufschreiben. Weil ich persönlich, und das kann euch natürlich anders gehen, aber ich persönlich würde einfach super viele Sachen vergessen und dann fällt es mir meistens am nächsten Tag wieder ein. Oder am Abend liege ich dann irgendwann im Bett, 23 Uhr, und dann fällt es mir plötzlich ein, das wolltest du heute noch machen. Oh, das hast du wieder vergessen aufzuschreiben. Und irgendwann ist es dann plötzlich aus dem Sinn, dann fällt es einem mehrere Wochen später wieder ein, denkt man so, oh, du hast so eine coole Idee gehabt, hast du wieder nicht dran gedacht, jetzt ist die Chance verstrichen. Und um das einfach zu umgehen, schreibe ich mir pauschal erstmal alles auf. Ja, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch irgendwas mit dem Kopf, aber mir persönlich hilft das. Und dann ist es natürlich auch eine gewisse Art von Motivation. Das heißt, erstmal kann man abstreichen die Sachen, die man geschafft hat. Ja, das ist erstmal ein gutes Gefühl, wenn man sagt, okay, ich habe das hier abgehakt und streiche das jetzt. Und am Ende des Tages sehe ich aber auch, was ich alles geschafft habe und dass ich überhaupt etwas geschafft habe. Denn vorher ging es mir immer so, dass ich am Abend dann manchmal das Gefühl hatte, heute bist du zu nichts gekommen. Also es war ein total unproduktiver Tag irgendwie. Was hast du heute eigentlich gemacht? Weil gerade, wenn man irgendwas online macht oder generell am Rechner, hat man eben nicht dieses direkte Erfolgserlebnis. Also ich sage es mal ganz platt ausgedrückt, wie ein Tischler, der jetzt einen Stuhl macht, irgendwie mit Holz arbeitet und am Ende das fertige Produkt da stehen hat. Am Ende des Tages sieht er tatsächlich, was er gemacht hat. Und das haben wir eigentlich nicht, weil viele Prozesse einfach ganz, ganz klein sind oder nur, wo man die Auswirkungen gar nicht so sehr messen kann, beziehungsweise was sich erst wesentlich später auswirkt, was erst in Tagen, Wochen, vielleicht manchmal Monaten überhaupt eine Auswirkung zeigt. Und deswegen ist es dahingehend natürlich sich dann schwierig zu motivieren oder ein Erfolgserlebnis an diesem Tag quasi zu haben. Und um davon wegzukommen, sich nur über diese Sales zu motivieren, dass man sagt, oh, heute war ein schlechter Tag, heute hatte ich wenig Sales, das wollte ich halt nicht mehr, motiviere ich mich jetzt viel mehr über die Aufgaben, die ich geschafft habe. Dann waren die Sales vielleicht an dem Tag schlecht, aber das ist ja total irrelevant, weil darauf habe ich ja überhaupt keinen Einfluss, sondern ich gucke eben in diesen Kalender rein und sage, nein, heute war ein guter Tag, weil du hast super viel geschafft, was eben dann in der Zukunft dazu führen wird, dass ich dann höchstwahrscheinlich oder hoffentlich einfach bessere Verkäufe habe. Also das einfach nur nochmal ein kleiner Tipp. Ihr könnt das natürlich auch digital machen oder einfacher, dass ihr euch einfach einen Notizblock, einen karierten Block holt oder was, ein einzelnes Blatt auf ein Klemmbrett. Das müsst ihr natürlich entscheiden, womit ihr dann am besten klarkommt. Aber ich weiß nicht, wie viel der gekostet hat, 10 Euro oder so, einfach so ein Kalender auf Amazon bestellt. Könnt natürlich auch euren eigenen bestellen, wenn ihr einen irgendwie habt über KDP, weiß ich nicht. Und dann da einfach aufschreiben. Ja, so mache ich das jedenfalls, kann ich euch nur empfehlen. Und dann der dritte Punkt betraf YouTube, ja, die Videos, die ihr ja jetzt gerade auch schaut, zumindest wenn ihr noch dran seid, habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, wie ich meine Influencer-YouTube-Superstar-Karriere weiterführe quasi. Spaß ist, wenn man selber lacht. Und habe darüber nachgedacht, okay, wo ist es sinnvoll, die Zeit zu investieren und wo vielleicht auch nicht. Welche Videos möchte man fortführen, was möchte man gerne noch machen. Und es ist wie so in vielen Bereichen, ich habe natürlich super viele Ideen, was man alles machen kann. Und dann fehlt am Ende aber irgendwie die Zeit oder auch das Know-how, das entsprechend umzusetzen. Und deswegen war eine Überlegung von mir, das ist absolut nichts Finales, aber es schwirrt natürlich schon bei mir im Kopf rum, das Ganze auf 2 Videos in der Woche zu kürzen. Aktuell versuche ich ja irgendwie 3 Stück zu machen. Bei den 3 merke ich einfach, dass mir dann die Zeit für
größere oder komplexere Videoprojekte fehlt. Ja, habe ich einfach dann wirklich nicht mehr die Zeit, das Ganze umzusetzen. Ich weiß nicht genau, ob ich, wenn ich nur noch zwei Videos machen würde, ob ich diese Zeit, diese zusätzlich gewonnene Zeit, aber dann wirklich da rein investieren würde, das sozusagen dann in ein komplexeres Video, ein komplexeres zweites Video zu stecken. Da bin ich mir im Moment noch so ein bisschen unschlüssig. Und zusätzlich hatte ich überlegt, okay, was möchtest du denn wirklich aufrechterhalten? Denn gerade dieses Weekly Whisper Format gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut. Ich sehe es ja auch immer an den Views-Zahlen, welches Video kommt an. Also generell kommen die meisten Videos gut an, aber was wird viel geschaut? Und da gehören diese Videos sicherlich auch mit dazu, zu den besseren. Und das würde ich auch ganz gerne weiter behalten wollen. Das ist ja schon ein Video in der Woche. Und dann habe ich ja am Anfang des Monats immer noch das Einnahmen-Update-Video, in der Mitte dann das Zwischenfazit und bei 4 Wochen im Monat, mal durchschnittlich gesprochen, bleiben ja dann nur noch 2 freie Slots bei 2 Videos in der Woche für Content-Videos. Das kam mir dann wieder ein bisschen wenig vor, ist vielleicht auch Quatsch, keine Ahnung. Aber da bin ich jedenfalls so ein Stück weit am Überlegen, was ich heute Morgen einfach, als ich draußen war, auf Spaziergang, entschieden habe für mich, ist tatsächlich, dass ich auch dieses Zwischen-Update einstampfen werde, weil das war zum Beispiel etwas, ja, wo ich gesagt habe, okay, das kann man sich halt wirklich jetzt auch noch schenken. Damals habe ich das ja wöchentlich gemacht, jetzt nur noch 2-mal im Monat und jetzt machen wir das einfach komplett klassisch. Einnahmen-Update-Video nur noch 1-mal im Monat, wo ich dann einfach alles präsentiere. Sales, Royalties, Werbung, wie auch immer. Das kann man ja da meinetwegen auch noch ein bisschen ausführlicher machen für die, die es interessiert. Aber das werde ich quasi komplett canceln. Das wird jetzt so ein Stück weit ersetzt werden, sicherlich zu einem anderen Termin, aber durch ein Etsy-Update. Bei den Etsy-Videos, das sind auch nicht die, die am meisten geschaut werden, aber die Leute, die es schauen, nehmen das gut an und freuen sich darüber. Und genauso soll es ja am Ende auch sein. Die Views-Zahlen sind jetzt auch nicht hauptausschlaggebend, ob ich ein Video mache oder nicht. Und dann möchte ich 1-mal im Monat einfach, dass da auch eine gewisse Konstante drin ist, auch mal über Etsy berichten. Natürlich auch, klar, wie ist es da gelaufen, aber vor allen Dingen mehr, was habe ich dort gemacht, wie entwickelt sich das Ganze, um euch da mitzunehmen, weil darum ging es ja überhaupt in dem ganzen Projekt. Also, dass man das auch monatlich, was weiß ich, als, meinetwegen auch Mitte des Monats, ich weiß nicht, macht das Sinn, keine Ahnung, werde ich noch entscheiden, aber das wird auf jeden Fall so dieses Zwischenupdate von MBA ablösen. Und für den Rest der Videos lasse ich mir dann weiterhin irgendwas einfallen. Da hilft es mir natürlich ungemein, wenn ihr vielleicht auch sagt, was noch relevant wäre, ja, also worüber vielleicht auch noch niemand gesprochen hat oder nur wenige oder wie auch immer, gibt es kein deutsches Video zu, auch das ist ja vielleicht für den einen oder anderen relevant. Und lasst das gerne immer in den Kommentaren stehen. Wie gesagt, ich lese mir die auf jeden Fall immer durch, auch wenn ich nicht auf jeden einzelnen antworten kann. Und dann werden wir gucken. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Dieses Video ist damit am Ende angekommen. Ich wünsche euch eine grandiose Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Video und sage wie immer, reingehauen!